1946 bekam ich von meiner Mutter zu Weihnachten ein Handpuppentheater geschenkt. Ein ziemlich einfaches, mit ganz einfachen Puppen, eben mit, aber mit den bekannten Figuren, die man kennt, Kasperl, Polizist, Gretel, der Räuber und die Hexe natürlich. Und das hat meine Liebe zum Theater als erstes Mal geweckt. Und dann sind einige Jahre ins Land gegangen und dann bekam ich von meiner Mutter wieder ein Handpuppentheater geschenkt, aber damals dann mit richtig geschnitzten Köpfen. Und wie das Schicksal wollte, ich war als Kind zwischen ab neun Jahren mal eineinhalb Jahre in einer Klinik in Mittelberg im Allgäu. Und da brachte meine Mutter mit meinem Bruder auf dem Fahrrad 120 Kilometer das Puppentheater mit den Figuren dorthin. Und da habe ich als Lungenkranker für andere Lungenkranke Kasperltheater gespielt. Und das hat mir sozusagen die Freude für das Theater überhaupt eröffnet. Und deshalb liegt meine Liebe jetzt genau 65 Jahre zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich damals alles gespielt habe und improvisiert habe, aber es ist dann später weitergegangen in Menschentheater, wie ich dann in Augsburg im Internat war, habe ich eben meine ersten Stücke gemacht. Eines davon hieß eben Die Räuber von Hiller und da ging es eben über Menschen. Ja, ich bin neulich korrigiert worden. Das hieß Die Räuber von Schiller, ja. Aber ich sagte, in diesem Fall war es wirklich Die Räuber von Hiller. Und da habe ich eben über Räuber geschrieben, die mit ihrem Leben nichts anfangen konnten und die sind dann ins Kloster eingetreten. Und die Stücke durfte ich aber immer nur einmal im Jahr aufführen, am Faschingssamstag. Und dann bekam ich wieder ein ganzes Jahr bis zum nächsten Faschingssamstag Hausarrest. Aber für mich war das immer dann so eine Art der Befreiung. Und ich bin durchs Figurentheater eben zum Theater überhaupt gekommen. Später kam dann die Musik dazu, aber da können wir ja dann später noch drauf kommen. Lisa, wie ist diese Zusammenarbeit mit den Puppet Players? Denn Susanne Forster und Stefan Fichert sind die Puppet Players, eigentlich aus London, aber durchaus auch aus München, Gauting. Wie ist das zustande gekommen? Das ist auch eine etwas längere Geschichte, aber ich will mich kurz fassen. Michael Ende hat mich einmal gefragt, sag mal, du bist doch Schauspielerin und du hast doch eine Stimme. Hat der Sascha schon etwas für dich komponiert? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und sagt er, weißt du was, ich schicke dir ein paar Lieder, also Liedtexte, sind Gedichte, aber es sind eigentlich Lieder. Und das war ein ziemlich dickes Konvolut, das da kam. Und ich habe mir verschiedene Sachen ausgesucht und fand aber dann es nicht gut, als Chansonsängerin aufzutreten mit einem Klavierspieler. Das fand ich doof. Und dann habe ich mir gedacht, muss doch irgendetwas anderes geben, eine andere Lösung. Und wir hatten eine Produktion Niobe und in diesem Chor war auch ein Schauspieler von der Laterna Magica in Prag. Und ich kannte die Laterna Magica, ich habe dort nicht gespielt, aber ich kannte sie von Besuchen und dachte mir, das wäre die Lösung. Und habe ihn angesprochen und der sagte zu mir, ja, würde schon machen und er schaut, dass ein Kollege kommt. Wir haben uns damit beschäftigt. Ich musste natürlich auch diese Produktion, es wurde eine Produktion, musste Geld beschaffen und da hat BMW dann zugesagt und hat mir etwas Geld gegeben, damit wir das auf die Beine stellen konnten. Aber diese beiden Tschechen, die haben gedacht, hier wachsen die Dollars auf den Bäumen und waren auch ziemlich faul. Und ich hatte zu dem Termin, also der Termin näherte sich und ich hatte nur 3 oder 4 Nummern. Und ich wollte es eigentlich so konzipieren, dass Schwarzes Theater, dass sich diese Schauspielerin langsam so zusammensetzt. Einmal bei einer Nummer sieht man nur den Mund, dann sieht man nur einen Finger, dann sieht man einen Arm, dann sieht man ein Bein, einen Schuh und so weiter. Und leider hat das nicht geklappt und dann war ich durch Zufall im Stadtmuseum und habe eine Aufführung dort gesehen, die mich fasziniert hat. Ober, Unter, König, Sau.
Oder unter Oberkönigsau. Ja, genau. Und das war fantastisch. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, das wäre doch was, die London Puppet Players, das wäre doch eine tolle Geschichte. Sagt mein Mann, du bist verrückt, die sind in England, was willst du denn da? Ja, erst Prag und jetzt England. Und dann habe ich recherchiert und England lag in Gauting. Und so sind wir zusammengekommen und es war toll. Es war toll. Der Stefan hat eine tolle Idee gehabt, hat auch meine Idee aufgenommen, dass das eine verarmte Adelige ist. Es ist sehr viel Autobiografisches eigentlich in diese Inszenierung hineingeflossen. Und hat einen Thespis-Karren entworfen, der hinreißend war. Und es war eine tolle Zusammenarbeit. Wieso liegt eigentlich London, Herr Fichert, in Gauting? Das muss man ja vielleicht mal aufklären, wieso das so ist. Ja, das fragen manche, vor allem nachdem wir ein Stück über bayerische Geschichte gemacht haben. Aber die Antwort ist relativ einfach. Wir haben beide lange Jahre, Susanne noch länger als ich, in London gelebt, an einem dortigen Theater gearbeitet, Marionettentheater, Little Angel Theatre in Islington, und haben uns im Jahr 1975 selbstständig gemacht und sind auf verschiedenen familiären oder auch anderen Gründen von London zurück nach Gauting gekommen, aber mit unserem Titel The London Puppet Players. Und wir hatten damals auch ausschließlich Stücke auf Englisch gespielt, auch ihr. Mhm. Eine Sarah Shakespeare and Company über englische Anthologie, englischer Literatur. Und so waren wir mit diesem Namen hier in Gauting gelandet und haben dann, wie gesagt, ein Stück über bayerische Geschichte gemacht, was dann doch manchen etwas eigenartig vorkam, im Mundart. Ja. Das Londoner, das können, ist erstaunlich. Also wir sind waschechte Deutsche. Ja, ja, Bayern, ich mache auch Gautier. Nur Scherze. Ja. Genau. Ich möchte noch kurz zurück zu unserem Trödelmarkt der Träume. Da habe ich so wunderbare Erinnerungen an dich, Sascha. Da hast du uns das musikalische Puppenspiel, du bist nicht nur Musiker, sondern bist auch Puppenspieler, nahegebracht und auf so eine humorvolle Weise auch den Witz, musikalischen und rhythmischen Witz beigebracht und für uns eine Art Grundstein gelegt zu den vielen, vielen Produktionen von Musiktheater, die dann nachher kamen. Dafür jetzt ganz dollen Dank. Bitte, bitte. Es ist natürlich ganz wichtig, für Figurentheater Musik zu machen. Da darf man nicht ein großes Orchester von Richard Strauss nehmen, sondern man muss mit ganz wenigen Mitteln, ich habe das gelernt von der Filmmusik, die Charlie Chaplin selber für seine Stummfilme geschrieben hat, mit ganz wenigen Mitteln etwas ganz Besonderes erzeugen. Und das habe ich versucht dann bei all diesen Stücken umzusetzen. Lassen wir vielleicht jemand anderen darüber reden. Herr Bachleitner zum Beispiel vom Düsseldorfer Marionettentheater. Sie spielen, glaube ich, seit 30 Jahren Werke von Sascha Hiller. Immer wieder unterschiedlichste. Was ist der Reiz? Warum spielen Sie so kontinuierlich immer wieder Stücke von Sascha? Ja, er ist einfach ein wunderbarer Musiker und ein wunderbarer Mensch. Und es hat mich immer tief beeindruckt, die Zusammenarbeit mit ihm. Wir waren irgendwie auf einer Wellenlänge. Wir mussten eigentlich gar nicht lange streiten oder philosophische Sachen erörtern, sondern es war irgendwie klar, was wir wollten. Und für mich war er eben auch eine ganz wichtige Erfahrung. Ich war sehr jung damals. Ich war, ich glaube, 26, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Er war schon ein großer, bekannter Künstler und ich war gerade ein Anfänger und er hat mich genauso ernst genommen in der Arbeit und das hat mich auch sehr weitergebracht. Auch unser Haus hat es weitergebracht. Also Marionettentheater kann sich normalerweise nicht so einen Komponisten leisten. Und das war toll, wir haben das dann immer fortgesetzt. Also ich glaube, das sind insgesamt jetzt 8 Inszenierungen, wo er für uns die Musik geschrieben hat. Und schaudert mich immer wieder in der Vorstellung, wenn ich die Musik höre. Also das ist allabendlich ein Genuss. Und
er ist eben auch ganz toll für Figurentheater geeignet. Also ich habe auch von ihm gelernt, diesen Minimalismus in der Musik und eben auch, wir haben immer gesprochen von gestischer Musik, die Marionette jetzt in unserem Theater, die kann natürlich viele Dinge nicht so gut und da braucht sie Hilfe im Stück, um etwas zu transportieren und da ist also die Musik auch ein ganz wichtiges Mittel. Und es ist zum Beispiel auch so toll gewesen, wenn wir zusammen gearbeitet haben, er hat überhaupt kein Problem, wenn ich ihm sage, ich brauche jetzt 17 Sekunden Musik dazwischen und ich brauche jetzt hier einen Bums und da einen Boing. Also Musik hat einfach im Theater eine dienende Funktion, also für mich. So wie die Malerei, wie verschiedene Gattungen, Kunstgattungen, die da im Marionettenspiel oder im Figurentheater zusammenkommen. Und da hat er also ganz toll immer diese Aufgabe erfüllt. Was ich bei Sascha Hiller immer gemerkt habe, er liebt das Figurentheater. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und deswegen kann er auch sich unwahrscheinlich in diese Theaterwelt hineinfinden. Und deswegen komponiert er auch so wunderschön dafür, auch wenn er natürlich viele, viele andere Sachen gemacht hat. Aber er liebt das Puppenspiel, das Figurentheater. Ich meine, er hat ja eine ganze Menge auch für Figurentheater komponiert. Und Sie können das Mikro gerne noch einen Moment behalten, denn Sie haben ja am Münchner Marionettentheater den Gogolori dann gemacht, zu der Zeit, wo er am Münchner Gärtnerplatztheater herauskam. Nein, kurz danach, nicht ganz. Das ist eine sehr persönliche Sache. Als wir uns kennenlernten, das war schon ein paar Jahre vor Gogolori und hatten eine wunderbare Produktion, das war aus dem Liederbuch der Clara Hetzlerin. Aus dem Liederbuch der Clara Hetzlerin. Eine wunderschöne Produktion, die wir damals gemacht hatten. Und als dann 85 der Gogolori im Gärtnertheater auf den Spielplan kam, lernten wir uns also näher kennen. Und als die Zeit des Gogoloris sozusagen im Gärtnertheater langsam zu Ende ging, nach über 10 Jahren, und nach 130 Aufführungen, glaube ich, waren es so rund, habe ich gesagt, wenn ich mal das Münchner Marionettentheater übernehme, verspreche ich dir, dann mache ich den Gogolori. Und 2000 habe ich dann das Haus übernommen und 2 Jahre später gab es dann die Premiere am Münchner Marionettentheater. Und deswegen eine sehr persönliche Geschichte auch. Etwas hast du jetzt aber ganz bescheiden verschwiegen. Du hast nämlich den Gogolori gespielt. Er hat nämlich die Puppe gemacht für den Gogolori und auch die Figur dann auf dem Theater gespielt. Und man kann natürlich mit einer Puppe viel mehr machen als mit einem dicken Tenor, wie wir den damals hatten. Und der Gogolori kam mal von links und mal von rechts am Gärtnerplatztheater. Und das waren 3 verschiedene Puppen, die dann eben von allen Seiten plötzlich kamen. Und das war also wirklich ein Feuerwerk. Und was ich so toll fand, Herr Böhmke hat dann den Regisseur. Du darfst Sigi zu mir sagen. Sigi hat dann damals den Regisseur des Gärtnerplatztheaters in sein Haus geholt, hat die Figuren nach den Köpfen der Sänger und Schauspieler geschnitzt. Das war eine ganz, ganz spannende Sache, vor allem, wenn die Sänger dann plötzlich ihre Köpfe auf der Bühne sahen und sie selber saßen im Zuschauerraum. Das war unglaublich eindrucksvoll. Weißt du schon, wann die nächste Vorstellung ist? Sie wird im August sein. Also merken Sie sich den August vor. Einer muss mir jetzt erklären, was, oder meinetwegen auch alle, was ist das Besondere an diesen Figuren? Ich meine, die können manche Sachen, die Menschen nicht können, zum Beispiel im Fall eines dicken Tenors. Andere Sachen können sie vielleicht nicht. Also was ist dieses Interessante daran? Warum mit Puppen arbeiten? Ich denke, das ganz Wesentliche und der wesentliche Unterschied zu Menschen ist einfach der, eine Puppe kann alles sein. Sie kann riesig sein, sie kann ein Zwerg sein, sie kann ein Fantasiewesen sein, sie kann etwas völlig Ausgedachtes oder eine Kombination von verschiedensten Dingen sein. Sie kann aus fast keinem Material, fast materiallos sein und umgekehrt. Sie kann aus schwer, aus Stein, aus Holz. Also sie hat all diese Möglichkeiten, die der Mensch nicht hat. Sie hat natürlich andererseits
die Möglichkeit nicht, die der Mensch hat, nämlich eine psychologische Entwicklung auf der Bühne zu zeigen oder zu darzustellen. Dafür ist die Puppe nicht so gut geeignet. Aber ich denke, das ist ein ganz großer Bereich, der eben auch gerade in diesen Stücken von Sascha, die sehr viel mit Fantasie zu tun haben, mit Fantastischem, da bieten sich Figuren an. Mhm. Also viel mehr als Schauspieler muss man sehr, sehr kompliziert kostümieren und dann sind sie trotzdem, können sie nicht kleiner werden, als sie sind oder sehr schwierig jedenfalls. Also so würde ich mal sagen, das ist ein ganz großer, ein großer Bonus der Puppen. Ist die Musik dann sozusagen das Fantasievolle, also oder das Emotionale, was Puppen nur, ich sag mal, begrenzt darstellen können? Also das Emotionale ganz bestimmt und es ist die andere Dimension, die die Musik dazu gibt. Ohne sie wären diese Wesen auch verloren. Also das, und das ergänzt sich so wunderbar in den Musiktheaterstücken vom Sascha, dass das eben da ist und dass auf dieser reichen, auch sehr bildreichen Musik man eben Bilder finden kann dazu. Also das regt mich jetzt als Figurenbauer und Szenografen an. Gerade die Musik, die birgt so viel Anregung. Ja? Also das heißt, du schreibst zuerst die Musik und in diesem Fall sie von den Puppet Players entwerfen, dann daraus erst... Erst ist der Text. Ja, genau. Das ist ganz wichtig, der Text. Stimmt. Ja. Und die meisten Sachen für Figurentheater basierten ja auf Grundlage von Texten von Michael Ende. Und Michael Ende hat ja in seinen Büchern und auch in den Libretti immer so eine ganz bestimmte Ironie drin. Also zum Beispiel, da kommen die Ärzte und singen eine Parodie auf die Wissenschaft, ja? Und die singen immer die Wissenschaft und im Orchester macht die Tuba einfach immer bäh. Und so, und damit wird die Wissenschaft ad absurdum geführt. Und mit solchen Elementen wird hier permanent gespielt, also mit dem instrumentalen Witz, mit der Verfremdung, dass man etwas, was auf der Bühne gesagt wird, durch einen einzigen Ton im Orchestergraben zunichte machen kann. Okay. Ich sage das jetzt mal mit ganz großem Respekt vor dir und deinem Werk, aber ein bisschen bist du schon ein Kindskopf, oder? Kind geblieben. Ja, okay. Irgendein kluger Mensch Erich Kästner hat mal gesagt, nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Und das habe ich zu meinem Leitsatz gemacht. Darf ich auch hier kurz ergänzen? Ich finde, wir alle, so wie wir da sitzen, sind irgendwo Kinder geblieben. Ich glaube, sonst könnten wir dieses Medium gar nicht beackern. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, das ist ja das Faszinierende, auch was ich finde, Puppen haben, Figuren, dass man auch als Erwachsener dahin geht und denen zuguckt und sich eine ganz einfache und wichtige und ganz zentrale Geschichte anguckt, die würde man sich auf der Bühne vielleicht nicht unbedingt ansehen, aber durch die Puppen und durch dieses Klare und sehr Berührende nimmt man es gerne an. Also da möchte ich auch noch was ergänzen dazu, was das Besondere für mich beim Puppenspiel ist. Im Grunde genommen spielen wir mit leblosem Material und wir tun so, als ob es lebt. Ja. Und das, da finde ich, ist es auch, das hat noch eine magische Komponente. Das ist vielleicht der Grund, warum die Erwachsenen genauso wie Kinder irgendwo verzaubert werden oder sich gerne betrügen lassen oder wie man das, ob man es jetzt positiv oder negativ nennt. Also die Wirkung ist einfach ungeheuerlich und wenn man das weiß, kann man damit arbeiten. Ein Beispiel, wenn sich ein Schauspieler auf einen Stuhl setzt auf der Bühne, dann ist das erstmal belanglos, das ist ganz normal. Wenn Sie aber eine Marionette auf einen Stuhl setzen, an einen Tisch, dann ist das schon ein kleines Ereignis. Mhm. Warum? Das weiß keiner. Aber es ist die Wirkung. Mhm. Und da finde ich, davon lebt das Puppenspiel. Oder das ist die Kraft, die im Puppenspiel drin ist. Vielleicht, weil es da schon was Besonderes ist, wenn eine Puppe das macht, oder? Also ja, ich versuche es einfach gerade nur nachzuvollziehen. Diese Wirkung, die das erzielt. Ne? Mhm. Ja, ich habe neulich bei einem der Gespräche schon gesagt, dass die Kinder an anderen Stellen lachen wie die Erwachsenen. Denn wenn die Aida Rüsselsaat kommt und den Triumphmarsch aus Aida singt, lachen die Erwachsenen, die Kinder kennen den nicht, sie lachen dann an anderen Stellen. Oder
in Düsseldorf beim Norbert Nackendick. Nach der Premiere schrieb ein Kritiker zwei Tage später, dass das Nashorn Norbert Nackendick mit seinem dicken Nacken an einen bayerischen Ministerpräsidenten erinnert, der von einem Vogel mit rotem Schnabel, so hieß damals sinnigerweise auch unser Münchner Oberbürgermeister, eben fertig gemacht wird. Und solche Elemente hat der Michael Ende ganz bewusst hineingenommen. Ich bekam neulich auch einen Anruf, dass Herr Vogel gehört habe, er käme in einer Oper vor. Er wollte doch gerne wissen, ob das eine positive Figur ist. Und ich habe ihm dann eine CD geschickt, er hat bis jetzt noch nicht reagiert. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte aber da noch was erwähnen. Und zwar spricht er jetzt die ganze Zeit nur von Puppen. Das ist aber bei Stefan und bei Susanne ist mir aufgefallen, und das war eben bei der Produktion Trödelmarkt der Träume, da habt ihr nicht Puppen verwendet, sondern ihr habt Figurentheater, ihr habt mit einem Fensterflügel gearbeitet, ihr habt mit einem Vorhang gearbeitet. Und ich glaube, Stefan, das ist noch eine weitere, größere Dimension. Ja, das ist sicher richtig. Und wir haben so ein bisschen so ein semantisches Problem mit den Begriffen Puppenspiel und Figurentheater. Und das, also in unseren Kreisen tobt geradezu ein Kulturkampf um diese Begriffe. Das Puppentheater natürlich hat immer die Konnotation des Niedlichen, des Kindertheaters und so weiter. Und das Figurentheater will ernst genommen sein. Aber es ist natürlich noch mehr als das. Und was Lisa ganz richtig sagte, die Figur ist ein weiterer Begriff als die Puppe. Die Puppe ist mehr oder weniger ein Mensch oder ein Tier oder eine Puppe eben, während die Figur alles sein kann. Mhm. Die kann ein Stück Materie sein, die kann ein Kartoffelsack sein, die kann irgendwas sein. Und das ist natürlich fast die Sache weiter und richtiger, auch für zeitgenössisches Figurentheater. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Mhm. Kann man denn sagen, dass das kontinuierliche Komponieren von Sascha auch das Figurentheater einfach auch wieder mehr etabliert hat? Ja, aber sicher. Absolut. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also ohne dich sozusagen stände es um diese Gattung schlecht. Das habe ich noch nie gehört, aber das freut mich wahnsinnig jetzt, das zu hören. Ja. Nein, ich arbeite, wenn mich jemand fragt, kannst du was für uns machen oder können wir den Norbert Nackendick oder Tranquilla machen oder etwas eben von diesen Stücken. Ich freue mich wahnsinnig, wenn es für Figurentheater ist, weil ich weiß, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Neulich rief mich eben ein Intendant an und sagt, ja, wir machen Ihr Traumfresschen, aber da musste ich jetzt eingreifen, weil es in Pornografie auszuarten droht. Da habe ich gesagt, also da muss der Regisseur irgendetwas falsch gemacht haben oder missverstanden haben. Da sagt, ja, die Albträume, da kommen lauter nackte Frauen mit riesigen Brüsten vor. Da sage ich, ja, der hat halt Träume von Regisseuren vielleicht versucht umzusetzen, aber nicht Albträume von Kindern. Ja. Und bei einem Figurentheater würde mir das nie passieren. Also da, ich habe zu euch allen einfach volles Vertrauen. Ja. Du hast unsere nackten Frauen noch nicht gesehen. Ja, da müsste ich dann eine besondere Musik dazu schreiben. Ja. Ich weiß, dass das natürlich alle brennend interessiert, aber ich lenke das Thema trotzdem um. Lisa, du hast 1999 bei der Expo den Geigenseppel 2000. Ah ja, gut, ja, falsches Expo. Jahr. Inszeniert. Mhm. Ist das was Besonderes, auch mit Figuren dann zu arbeiten? Ja, das war, also da bin ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Toni ist ja, wenn er ein neues Projekt hatte, ist er immer zu uns gekommen, nach München, und dann saßen wir am Bauerntisch und haben also das alles durchgegangen und das Libretto alles abgeklopft und so weiter. Ja, und so war es. Wir hatten für die Expo hat der Everding dich, wollte eher ein Stück von dir haben, und wir haben einiges vorgeschlagen, aber zum Schluss hast du auch noch den Geigenseppel vorgeschlagen. Ja klar, das hing damit zusammen, weil Wilhelm Busch eben aus Hannover stammte und die Hannoveraner sagten, ja wunderbar, den kennen wir. Und ich habe halt leider kein, also schon als kleines Mädchen mochte ich Wilhelm Busch nicht, er war für mich viel zu grausam. Und ich habe mich immer gesträubt gegen diese Zeichnungen und
Ich mochte ihn nicht. Gut, das ist geblieben. Hiller ist ein Bush-Fan. Ja, man kann ja geteilter Meinung sein und trotzdem zusammenleben. Aber da war es etwas schwierig. Der Toni, wir hatten ein Budget. Ja, und eigentlich sollte der Toni Regie führen, aber der Toni hat gesagt, ja, ich muss ja die Puppen, also ich muss die Puppen fertig machen und ich muss das machen. Ja, wer führt jetzt Regie? Ein Regisseur. Ja, Geld ist keins mehr da. Ja, Lisa, machst du's. Okay, gut. Und so bin ich halt dazu gekommen und habe das gemacht. Es war schon eine Erfahrung. Es war, erstens mal habe ich nie Regie geführt überhaupt. Und dann eben mit Puppenspielern, dass ich... da ihnen zu erklären, wie ich mir das vorstelle. Und da habe ich gesehen, wie schwer das umzusetzen ist. Die Bewegung einer Hand, eine Drehung des Kopfes. Also es war faszinierend. Und da habe ich wirklich riesen Respekt. Ich habe immer Respekt vor dieser Art von Figurentheater oder Puppenspielern. Aber da ist es mir wirklich klar geworden, was ihr alle leistet. Gut, dann danke ich allen ganz herzlich, Susanne Forster und Stefan Fichert von den Puppet Players, Elisabeth Woska, Wilfried Hiller, Siegfried Böhmke und Anton Bachleitner. Mein Name ist Elgin Heuerding und vielen Dank auch an Sie, dass Sie da waren. Und ich möchte noch sagen, etwas sagen zum Schluss, jetzt Schlusswort. Wir bauen morgen die Ausstellung hier ab und ich muss sagen, ich bin sehr froh und dankbar, dass wir... mein Sohn und ich etwas hier gesetzt haben. Wir haben uns vor 2,5 Jahren vorgenommen, eine Videobiografie, eine Online-Videobiografie eines zeitgenössischen Komponisten ins Netz zu setzen. Und das ist uns gelungen. Das ist uns, also Wilfried Hiller ist der Erste, der das hat. Und zwar mit Hilfe dieser Ausstellung, die doppelt so groß sein wird jetzt in Roggenburg. Da gehe ich auf die Vita von Wilfried Hiller ein. Und die wird bis zum 27. November in Roggenburg sein, zu sehen sein, unter dem Titel Wilfried Hiller, ein Komponist, kehrt zu seinen schwäbischen Wurzeln zurück. Und da gibt es auch Konzerte. Und dann auch mit Hilfe der Talks. Also mit Ihnen hier, ich habe das so geplant, dass die Talks alle hier kostenlos vor Laufpublikum stattfinden. Und wir haben das alles aufgezeichnet, dank Amadeus Hiller. Und er setzt das immer, er schneidet es und setzt es ins Netz. Und ich finde das großartig und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei meinem Sohn, bei unserem Sohn, Entschuldigung, und außerdem bei den Sponsoren, ich bin auf Sponsorensuche gegangen vor 2,5 Jahren. Bei der Stadt bedanke ich mich herzlich. Sie hat es mir ermöglicht, dass ich hier das alles machen konnte. Sie hat das hier finanziert. Und es gibt auch noch andere Sponsoren und ich bedanke mich sehr herzlich dafür. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch. Danke. Applaus